So, hallo und alle zu einer neuen Folge von Craft Tech 3. Und heute habe ich ja gesagt, machen wir was Cooles. Und zwar, ich zeige es euch gleich. Also, das wollte ich schon eine ganze Weile lang machen und deswegen habe ich da so ein bisschen drauf zugefahren. Das Haus ist größtenteils fertig, endlich. Ich habe hier vorne noch mal ein bisschen korrigiert jetzt. Jetzt sind noch alle vier Buttons da. Ich habe es eins oben verschoben, auch ein bisschen dicker gemacht, weil es sah so blöd aus. Und so die Fassade ist fast, ich habe gedacht, vielleicht nur so ein bisschen einmal mit Zaun so einmal nach oben gehe. Also wie hier an der Seite, man sieht es kaum, habe ich auch mit Zäunen nach oben gegangen. Um hier noch ein bisschen einfach weitere Form reinzubringen. Einfach so ein Zaun hier noch nach oben und auch noch so ein Zaun nach oben, weil es sieht noch so leer aus hier in den Dingern. Da oben ist okay. Aber mal schauen. Ja, jedenfalls, ich muss ein paar Baumaterialien wieder aus meinem Inventar rauswerfen. Und ich wollte da ganz Spezielles irgendwie machen. Einfach, weil es mal was Cooles ist, fand ich. Das ist vergleichsweise echt was Cooles. Und dazu dachte ich, dass wir... Einmal noch kurz mal in die Baukiste. Also ich habe jetzt hier zwei Folgen oder drei Folgen am Stück mal aufgenommen, deswegen ist nicht allzu viel zwischendrin passiert. Mir fehlt ein bisschen Wolle, deswegen konnte ich vorne die Fassade noch nicht fertig bauen und deswegen ist ein bisschen blöd. Aber naja, kann ich hier irgendwie noch raustun. Ja, geht. So, das haben wir rausgetan und was ich jetzt mache ist Folgendes. Ich hole mir jetzt... Ja, ist voll. Kompletto, gefüllto, wieder weg. Ich hole mir mal Folgendes raus. Ich hole mir mal das hier raus. Und ich hole mir mal... Habe ich die hier oder habe ich die da? 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 Oder da? Nein, ich habe sie da in dieser Kiste. Und da werde ich nicht zeigen, was drin ist. Aber ich hole sie raus. Bis gleich. Okay, wieder da. Die Enderperle. Das ist nämlich auch noch eine Spezial... Wertvolle Kiste. Wertvoller ist das hier. Nein, okay, nicht wirklich, aber da habe ich ein paar andere Dinge noch drin, die ich erstmal so nicht zeigen wollte. Okay, dann, ja, natürlich, bevor die Folge ankommt, habe ich die umgeräumt, weil das sollen ja auch die anderen nicht sehen. Ja, da habe ich nämlich cooles Zeug drin. Okay, dann, als nächstes machen wir das da hier. Blaze Powder. Machen wir das da hier in Eye of Ender. Da machen wir als nächstes das da hier und die Gasträne. Ich habe ja gesagt, will die zu Deko-Zwecken nehmen. Und das mache ich auch. Und deswegen mache ich was Cooles draus. Ich mache nämlich das hier draus. Einen Endcrystal. Dafür muss man schon ein bisschen farmen. Bam, bam. Aber ich habe ja zum Glück schon ein wenig Obsidian gefarmt. Und deswegen ist das kein Problem. Wir können ihn platzieren. Und ich dachte mir, ich platziere so einen auf meinem Hausdach oben drauf. Aber hier, im Moment kann ich nirgends mehr aufs Dach drauf, ne? Ich habe keinen Zugang mehr. Von da kann ich nicht mehr hoch. Ich muss von außen echt mal eine Drecktreppe bauen. Sodass ich da aufs Dach kann. Ich kann mir nicht mehr auf mein Hausdach. Das darf auch nicht sein. Dann, würde ich sagen, mache ich das mal so von hier aus vielleicht. So, ein kleines. Nee, so nicht. Weil ich will da immer hoch und runter laufen können. So, so. Reicht das? Nee, das reicht nicht. So und so. Ich hoffe mal, die Erde geht mir nicht aus. Ja, kommt zur Sicherheit nochmal ein hier dran. Genau. Und ich dachte mir, ich setze einfach einen Endkristall irgendwie so hier oben drauf. Einfach nur, damit ich was Schönes habe. Und was natürlich auch klar sein sollte, ist, dass... wir haben ja keine wirkliche Mitte, ne? Was auch klar sein sollte, ist, dass Abschießen verboten ist. Von dem Endkristall, weil das würde mir die Bude zerreißen. Das zählt unter heftiges Griefen. Und das wäre richtig blöd. Das möchte ich eigentlich nicht. Aber ich denke auch mal, dass die Leute das wissen und deswegen den nicht abschießen werden, weil das wäre irgendwie blöd. So. Und zwar, wo machen wir den am besten hin? In der Mitte hinten, ich kann nicht wirklich die Mitte treffen, weil das sind zwei Blöcke jeweils und eins nach vorne, eins nach hinten. Wenn man von schräg guckt, ist der nicht mittig und dann sieht es scheiße aus. Deswegen kann ich ihn gleich irgendwo so bis hier vorne an die Front machen, weil das sollte eigentlich so ein bisschen das vordere Ding sein. Was ich eventuell plane, was geil wäre, ist, wenn ich im Laufe der Zeit mehrere Gasdrehen sammle, das werde ich sowieso, dass ich aufstocke und dass ich auf jede Seite hier eine Endkristall mache, einfach nur, weil es cool ist. Und ja, deswegen dachte ich eventuell, dass ich den, wie weit machen wir hier als Abstand am besten? Er soll sichtbar sein. Ich mach den hier mal dran.
Denn hier vorne wird er nicht ganz sichtbar sein. Ich habe ja hier diesen Nöppel schön gemacht. Apropos, warte mal kurz, habe ich überhaupt... Oh, ich habe ja gar keine Treppenstufe gesetzt. Ich habe hier gar keine Treppenstufe gesetzt. Ich habe keine Stairs dabei. Das ist schade. Ich werde eventuell... Kann man nur auf Obsidian setzen, ne? Der schwebt dann so über Obsidian. Deswegen mache ich mal kurz den hier weg. Ich setze ihn wirklich an die Spitze vorne dran. Den da hin. Den Block hier hin. Oder? Er soll sichtbar sein. Wenn er jetzt hier so schwebt, sieht das so gut aus. Also das hier dann jetzt der Obsidian-Block hier ist und er schwebt da drauf. Ne, das wäre kacke schon wieder, ne? Das wäre echt kacke. Das wäre kacke und zu hervorstechen. Das sollte nicht so sein. Wenn der hier drauf schwebt jetzt wiederum so, blim, das wäre gut. Doch, das wäre gut. Dann mache ich das mal kurz hier. So, und hinten habe ich es ja anders gemacht, auch mit den Dingern. Hier muss dann nochmal ein wenig was geschehen. Also, seht ihr den drauf? Und jetzt kommt's. Ah, sie hat's nicht gesehen. Nicht so fertig gemacht. Ich würde gerne noch zwei Stairs mehr holen. Das ist es mir jetzt wert. Denn ich habe die auch hier vorne anders gebaut. So in etwa. Soll ich die so lassen? Ja, komm. Drei Blöcke breit, weil es ein fettes Dach ist. Hier vorne habe ich nur zwei Blöcke breit oder einen Block oder wie auch immer. So. Kurz pennen. Jo. Liege. Sie will wieder disconnecten, sag ich doch. Okay, zwei Stufen. Her damit. Das ist jetzt richtig nice, auch erstmal aus hier vorne. Und dass sich Leute fragen, hä? Wie hat der den da hingekriegt? Ah, jetzt war ich schon wieder hoch, ist falsch. Wie hat der den da hingekriegt? Tja. Ich kann mal Craft sein lassen. Habe ich mir runter. Und ich habe dafür drei Dias bezahlt, ja? Für eine Gasträne. Plus halt mein selbst erfarmte Blaze Rods und Enderperle. Und das Glas halt, aber okay, das ist nicht so teuer. Aber ich habe dafür geblecht. Eine Träne habe ich noch übrig, die werde ich mir erstmal aufheben und dann gucken wir vielleicht. Da blip und da blip einen Punkt jeweils machen. Hab ich. Die sehen halt cool aus. Ich weiß, die passen vielleicht nicht ganz zum Haus, aber egal. Und, ah nee, warte. Ich wollte zuerst die machen. Ich weiß, ich bin ein bisschen aufgeregt, ob das hier klappt. Ich habe es nicht getestet vorher. Ich habe es nicht getestet und jetzt wäre halt scheiße oder blöd, wenn die Enderperle direkt weg wäre und so. Quatsch, das Zeug alles direkt weg wäre. 3, 2, 1. Yes! Yes! Komm schon, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Sieht einfach cool aus. Jetzt kommt hier demnächst noch ein Schornstein dran. Ich baue das OP-Haus. Natürlich jetzt die Frage, wie wir es hier machen, ne? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich mache es einfach nur in jeder Ecke. Vorne, hinten, ein. Ja, an den Seiten. Das passt nicht. Bautechnisch ist es einfach zu blöd. Hier fehlt einfach noch was. Das kann ich so nicht... Nee, also hier kann ich es nicht platzieren. Aber da hinten kann ich schon mal einen platzieren. Das sieht erstmal auch wieder so schön. Ein bisschen schön Blickfang auf sich. Oh, das ist so schön. Geht das hier? Kann ich schön Thumbnail machen? Ja, kann ich bestimmt. Yes. Wunderbar. Schön. Schön, schön. Ach ja, falls er das nächste Mal nicht mehr da ist, dann ist das Vandalismus. Dann hat ihn wahrscheinlich irgendeiner abgeschossen mit einem Bogen. Weil ich glaube nicht, dass ein Skelett willkürlich hier hochschießt, denn hier oben ist ansonsten halt kein Spieler. Es hätte keinen Grund hochzuschießen. Ich hoffe mal, dass er da bleibt, weil das wäre cool. Komm, das ist schön. Okay, dann gucke ich mir das nochmal von unten alles an. An den zweiten mache ich irgendwann später nochmal hier hin. Aber erstmal so fürs Erste ist das doch recht nice, hoffe ich. Naja, von uns immer noch. Ich werde immer noch selber Aufnahmesession, da fehlt noch ein bisschen Wolle. Die farm ich dann irgendwann anders nochmal.
Und ja, vielleicht hole ich mir demnächst noch ein paar Reaktionen ein, obwohl die Leute, die sehen es dann eh. Und im zweiten Teil der Folge würde ich gerne Höllentour machen, allerdings nicht mehr in der Aufnahmesession, ich gehe jetzt gleich pennen. Und ich schneide den, oder mache den zweiten Teil der Folge wann anders, an einem anderen Tag. Vielleicht, wenn mehr online ist oder je nachdem. Und ich gucke nur noch einmal, wie es so von etwas Weiterem aussieht. Das soll so ein bisschen Blickfang sein. Also ja, es soll kein Bauernhaus sein. Also es soll schon noch eine Villa werden. Wir werden ein bisschen gucken, ausbauen, auch modern innen drin. Räume bauen, was ich geplant habe, wie gesagt, Bowlingbahn, Hallenbad, Kino, Heimkino, kommt alles hier rein. Bevorzugt halt vielleicht ein bisschen unterirdisch, mal gucken, dann müssen wir die Farm dann weichen, wie auch immer. Und ja, wir gucken einfach mal. Wir schauen. Aber das ist ein richtig schöner Blickfang, komm. Yes. Yes, komm, das sieht nice aus. Ich freue mich. Ich guck mal, wie es von hier drüben aussieht, weil die Alpha Eiffel, also nicht, wie ausgesprochen wird, die hat ja einen schönen Aussichtspunkt von hier drüben. Da, so schön klein gebaut. Komm, willst du uns kostenlos jetzt zugreifen? Jo. Bisschen hier entlang, nach da oben die Ecke. Ja, so ein kleines Hütchen. Ja, komm schon, das sieht gut aus. Ich guck, dass ich das Dach jetzt noch ein bisschen verbessere. Das heißt, Schornstein, vielleicht so einen fetten hier vorne oder so an der Seite. Und hinten vielleicht auch mal einen. Mal gucken, je nachdem, ob es passt oder nicht. Und ja, wir haben echt einen schönen Kristall da. Ansonsten werden wir dann vielleicht innen ein bisschen ausbauen und hier hinten erweitern. Also ich wollte hier so einen Helikopter-Landeplatz machen. Also ist ja noch Platz. Ich habe schon mal angefangen, hier wegzubauen. Und das Grundstück erweitere ich einfach nach hinten. Also hier ist ja jede Menge Platz. Wir können so viel nehmen, wie wir wollen. Das ist an sich ganz okay. Und ja, Höllenportal, ja, vielleicht auch mal umbauen. Ich komme auf jeden Fall rein, komme vorne aus dem wieder raus und ja, dann wäre es das gewesen von dieser Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Kurz nach dem Cut, die Folge ist nicht ganz zu Ende. Ich wollte da mal kurz in die Hölle gehen. Und ja, bis gleich, kurzer Cut. So, okay, da wäre ich wieder. Es ist ein kleiner Zwischenfall passiert. Wir gehen doch nicht in die Hölle. Hallo Basti. Hallo! Der liebe Spark hat mich mit seinem Bogen abgeschossen und... Ah! Ich bin schon hey, pass auf, folgendes. Erstmal die ganze Geschichte von vorne und auch meine Version. Zunächst mal erstmal Basti, das war eigentlich keine Absicht. Zweitens, ich erkläre kurz, was passiert ist. Und zwar, warte, was hast du gefragt gehabt hier? Ich habe gefragt, was passiert, wenn ich deinen Ender Crystal Genau, habe ich gesagt, Basti, du hast Hausverbot. Das ist mir zu gefährlich. Hashtag Griefy. Kriegst du Ärger, Basti. Ich war aber nicht mal auf deinem Grund. Doch, war ich schon. Ja. Und ich so, genau, Basti, Hausverbot, warum? Zu gefährlich. Ich hab ja noch den Chat. Bin bei dir. Und dann ich so, was? Bin ich hingegangen. Hab erstmal geguckt. Hab so ein bisschen, ja, ich hab ja halt ein bisschen Schwert so gespielt, meinen Bogen gespannt. Und in dem Moment kommt von hinten ein Zombie und hat mich angegriffen. Hast du hoffentlich noch gesehen, oder? Ja, ich hab's gesehen. Und dann hat sich der Schuss gelöst, ne? Und du hattest geblockt. Du hast volle Eisenrüstung, gell? Ich hab dich gewonnen schon mit dem Bogen. Du hattest aber auch volle Leben, oder? Ja, ich hatte volles Leben. Und dann hast du mich abgeschossen, ich hatte ein halbes Herz und hab halt gebrannt. Also, ey, ohne Witz, der Bogen ist krank. Ja, jetzt hier steht, wo Basti sagt, was burnt or crisp. Ja, das passiert halt, wenn man sich mit mir anlegt hier. Ja, tut mir leid. Hey, Mann, das ist. Und dann erstmal eskaliert. Ja, dann bin ich direkt im Anschluss 10-mal gestorben oder so. Ja, das tut mir leid. Also, du hättest nicht wirklich so wahnsinnig dringend herren müssen. Ich habe dein Zeug nochmal gesichert. Ich habe mir es mal in eine Kiste genommen und. Ich habe dir das gesichert und. Aber ich wollte dich jetzt direkt nochmal anrufen, weil, ne, dass du jetzt irgendwie falsch interpretierst oder so. Ach, was? Ich verstehe doch Spaß. Das war Roleplay. Das war jetzt halt ein schlechtes Zeichen. Hier ist die Kiste. Warte, ich tue es dir mal rein. Ey, kann man die züchten, die Viecher? Nee, kann man nicht. Aber die Skeleton Trap ist hier direkt bei meinem Haus gespawnt und dann habe ich gleich 3 Stück gehabt. Was ist das? Zombie-Pferde, Skeleton Trap. Also, ja, ich weiß es, aber hä? Wo spawnen die? Die spawnen, wenn es gewittert, ganz selten mal. Nennt sich Skeleton Trap. Da spawnen 4 Skelettreiter. Also Skeletons auf Skelettpferden. Nein, ist ein Helm. Und wenn du die Skelettreiter halt wegbügelst, kannst du dir die Pferde holen. Krass. Wusstest du nicht? Und wenn du die tötest, bekommst du die Ender Crystals, oder? Wenn du die tötest, dann... Nee, das wurde geändert, das war vorher so. Wie war das? Heute musst du die Ender Crystals die anders besorgen, und zwar mit Crafting. Und deswegen, die sind auch recht teuer. Du brauchst dafür eine Gasträne, ein Eye of Ender, also Blaze Powder plus Enderperle, und der Rest wird halt gemacht aus Glas, und dann hast du das.
Oh Mann, ich hätte das so gern aus meiner Guck Sicht mal hier unten die Kiste aufgenommen, rein. aber es ist einfach so passiert. Guck mal in die untere Kiste rein, die untere. Hey, du spinnst doch ohne Witz. Das ist so ein richtiger Spark einfach. Ja, nee, also wenn schon mal wieder ein Projekt ist, wo man auch Gas geben kann, dann muss man auch was Spannendes machen. Ein bisschen. Ja, das Na. Stimmt. Action. Hast du, sag mal, hast du Name-Tag zufällig irgendwo gefunden? Ja, hab ich. Wie viele hast du? Hast du nur eins? Ich hab ein paar mehr, willst du haben? Ja, so als Entschädigung, ne? So ein bisschen handeln. Warte mal ganz kurz. Ah, Basti hat jetzt eben die Kiste inspiziert, die ich ja noch geheim halten wollte, bis die Folge jetzt online kommt. Und ich habe was rausgeholt und hier, Basti, ein Name-Tag für dich. Vielen Dank, lieber Spark, danke. Kannst danke, du ein danke, Schweinchen herzlichen. Oder so irgendwie Borsti nennen oder Edgar wird zu Nein, 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 ich habe einen Schneegolem, der heißt Marvin. Achso, ja, dann nenn ihn Marvin. Ja, aber hier, ganz im Ernst, wie kann es sein, dass der Bogen nicht one-shottet? Er hat mich nicht one-shottet. Ich hatte nur ein halbes Herz. Und dann ja, aber ich brennen zähle ich dazu. Ja, okay. Das ist ja nur ein Fall gewesen. Keine Ahnung, du bist halt OP. Also, mein Freund. Nein, ich jag dein Haus in die Luft. Der Bogen hat Mending drauf, das heißt, der geht nicht kaputt. Hä, wie bekommt man Mending drauf? Secret. Ach ja, gut, dass du jetzt gerade hier bist in Skype. Ich habe in der letzten Folge wollte ich eine Angel verzaubern, das ging nicht. Warum ging das nicht? Ich habe das in den Verzauberungstisch gemacht mit Lapis Lazuli und es ging nicht. Hast du genug Level gehabt? Ja, das war alles, also es war nicht gesperrt. Warte mal ganz kurz, dann habe ich. Magst du das vielleicht mal kurz jetzt hier probieren? Vielleicht, also. Strings? Bei mir hat es nicht funktioniert. Oh, ich habe irgendwie übelste Lags, keine Ahnung, was heute los ist. Ja, du lagst bei mir. Keine Ahnung, ich bin immer noch am LoL hochladen, aber eigentlich sollte das trotzdem nicht so. Ah, okay. So, warte mal, ich craft mal kurz einen Angel. Ups. Ah, Gott. Diese Lags. Bam, bam, bam. So, und dann die zwei Strings. Ich habe noch genug für ihn übrig. Ich wüsste aber nicht, warum das nicht gehen soll. So. Ja, bei mir hat es nicht funktioniert. Kannst ja gerne die Folge angucken. Bei mir geht's. Was? Was ist das denn? Kannst du das sehen? Also ist der Global da? Nee, kann ich nicht. Hier, probier mal, leg mal rein. Bei mir hat das nicht funktioniert. Angel hast du gekriegt, du kannst, oder? Du kannst gerne. Nee. Hä, ich hab gar nichts gekriegt. Doch, die Angel habe ich, Lapis noch. Achso, ja, das habe ich auch wieder eingesammelt anscheinend. Ja gut, jetzt habe ich gerade keine Level, weil ich ja aus Ja, aber es muss trotzdem irgendwas angezeigt werden. Jetzt wird's angezeigt. Du kannst gerne mal meine letzte Folge gucken. Hat es was mit den Büchern außenrum zu tun? Nö, ich denke nicht. Also es darf halt hier kein Gras dazwischen sein, damit der Enchantment Table. Warte mal, ich kann dir mal einen Screenshot schicken. Warte, hier hast du deine Angel. Warte mal kurz. Ich guck's später. Also ich guck's mir nach der Aufnahme an, aber. Das war jetzt gerade irgendwie lustig. Bei mir hat es nicht funktioniert. Ich habe nämlich versucht, weil ich gehört habe, eben durch Glück kann man mit Angeln Name-Tags. Alter, weh, du schlägst mich. Ich will nur einen Screenshot machen. Das Thumbnail. So? Oh. Warte mal, soll ich das Schild in die Hand noch nehmen? Kannst du gerne tun. Manchmal bist du transparent, manchmal bist du nicht transparent. Ja, geht schon, das ist nichts Besonderes. Okay, passt schon, passt. Okay, wunderbar. Ja, dann, das ist ein kleines bisschen Action. Und dann schließe ich aber auch schon die Folge ab. Das war jetzt noch der zweite Teil. Ich hätte das auch gerne aufgenommen, aber ich hab's vergessen. Also, es war nicht mal geplant. Nee, ich hab einfach ganz spontan noch angerufen, um das nochmal zu klären. Aber ja. Ich war eigentlich nur am Bauen und dann, wo ist der? Oh, ohne Scheiß, ein Schuss? Das kann nicht sein. Ja, schieß mal jemand anderen ab. Bist ja wie Wackelpudding. Aber ich war Full Iron. Ich hab Skate abgeschossen, und der hat nur 2,5 Herzen bekommen. Was? Ja gut, Skate ist auch für dir. Eben. Okay. Ich war von Iron verzaubern. Okay, dann mach ich hier Schluss. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, lass krachen. Und tschüss.